Sei gegrüßt. Ich habe mittlerweile mit einem, hab mittlerweile gelernt, einen Verzugsvektor einzusetzen, um zum Beispiel diese Neigung meiner geneigten Stäbe zu verändern. Schaut in etwa so aus. Strng alt O. 2D-Skript. Ich habe hier einen Hotspot. Dann eine Richtung und dann einen Vektor, in dem ich es drehen kann. Also, ich habe hier einen Hotspot, eine Richtung und dann eine, wo ich es drehen kann, um eben die Stabneigung hier zu verändern. Das heißt, ich brauche einen Parameter Stabneigung und kann mit diesem Befehl hier in 2D und auch in 3D, allerdings muss ich dann eine Z-Achse hinzufügen, also mit Hotspot 2 in 2D, mit Hotspot in 3D, kann ich genau dasselbe machen, um irgendwas zu verdrehen. Wie schon gehabt. Wobei, wenn ich so etwas verwende, kann ich dann die Vorschau hier nicht mehr verwenden. Also das muss ich dann jedes Mal abspeichern und im wirklichen Projekt dann herumprobieren. Und jetzt komme ich auf die Idee, eigentlich dieser Rahmen, der ist jetzt einmal rechteckig, den kann ich hier so schön verziehen, aber ich kann ihn nicht schräg stellen, um das zum Beispiel später bei einer Rampe oder einer Stiege benutzen zu können als Absturzsicherung, wenn ich es aufstelle um 90 Grad. Das heißt, es wird immer wieder einmal der Fall auftreten in meinem Programmierfluss, dass ich mir überlegen muss, wie mache ich weiter. Ich habe zum Beispiel jetzt momentan hier herinnen A und B, ich schiebe das mal rauf, verwendet für für die Außenkante des Rahmens, also A und B. Und es kann ja durchaus passieren, dass ich jetzt nicht nur einen Rahmen haben will, sondern zum Beispiel eine bestimmte Strecke durch 5 teilen will. Also ganz grob gesagt, ich gebe jetzt neu Gesamtbreite rein. Kopie. STRG-V, dass mal eine Zahl drinnen steht, auch 1. Und Rahmen Gesamtbreite, STRG-C. Gehe ich jetzt ins 3D-Skript, sage Steuerung F, ich suche nach dem Wert A, also den X-Wert, und ersetze es durch die Rahmengesamtbreite, Steuerung V. Und sage alle ersetzen. Und dann gehe ich auch hier rein. Markiere mir das, weil hier will ich es nicht haben. Steuerung F. Ah, alle ersetzen. Hat er hier auch dann gemacht. Dann muss ich hier wieder auf A zurückstellen. Und Skript prüfen, ist okay. Skript prüfen, ist okay. Und Steuerung S. Schauen wir das mal hier an. Habe ich es jetzt eben kleiner gemacht, obwohl ich hier die Sache noch verziehen kann. Und jetzt komme ich auf die Idee, vor N ist 1, 2, oft. Den muss ich noch einführen. Next n. Jetzt berechne ich das halt mal. Also die Rahmengesamtbreite gebe ich hier nochmal raus. Ich habe es nur festgesetzt. Also das x sorgt dafür, dass es im Dialog dann nicht auftaucht. Also die Rahmengesamtbreite brauche ich. Ja, genau. Brauche ich nicht. Ich mache mir eine neue oft. Wie viele Teilungen? Eine Ganzzahl, sagen wir 5 Teilungen. Und den A-Wert setze ich jetzt mal auf 5. Und sage Rahmen Gesamtbreite, Steuerung V.
ist A durch oft. Das hier etwas reinsetzen, weil Setzinhaber eine Funktion ist. Und hier setzen wir dann noch einen Verschiebevektor für die einzelnen Funktionen. Hat x Rahmen Gesamtbreite Steuerung V. Skript prüfen. Ist okay. Steuerung S. Ja. Das heißt, ich kann jetzt, was ich zuerst mit A gesetzt habe, hier einfach mal aufteilen. Der Vektor ist nur einmal drinnen, weil ich es hier im 2D eben nur einmal habe, aber im 3D habe ich es jetzt öfter. Das heißt, wenn ich es jetzt anklicke, habe ich diesen Verschiebevektor öfter. Was das Ganze nur komplex macht. So. Gehen wir kurz raus und ändern das. Das heißt, hier geneigte Stäbe, das hier. Ich will hier ordentlich alles markieren. Steuerung X gebe ich hier raus. Und Steuerung V. Wobei hier noch etwas nötig ist. Nämlich, wenn dieses hier gebe ich schon drauf. And if Skript prüfen, ist okay, Steuerung S und jetzt habe ich es noch immer zu oft drinnen. Ja. Stimmt. Also, das gehört überhaupt raus. Kopieren. Nein, das mache ich anders. Das gebe ich nicht raus, sondern ich sage, if n ist 1, then weiter rein. Jetzt habe ich es nur mehr einmal. Natürlich könnte ich auch jetzt das schon drinnen lassen und jedes Mal eine andere Qualität, also einen anderen Stabneigungs, eine andere Stabneigung reingeben. Worauf ich jetzt insgesamt hinaus will, also es ergibt sich durch die Programmiergeschichte, ergeben sich unglaubliche vielfältige Möglichkeiten, wo man alles Mögliche jetzt überlegen kann, um diese Sache dann irgendwie weiter zu verwenden in verschiedene Richtungen. Das heißt, es zahlt sich wirklich aus, die Sache immer wieder mal unter anderen Namen abzuspeichern und das Zeug nicht zu schnell freizugeben. Das bedeutet, ich persönlich als Programmierer habe dann vielleicht 20, 30 verschiedene Versionen dieses Teils, aber der Anwender soll dann irgendwann ein fertiges Teil haben, das eben viele Funktionen beinhaltet, aber sich nicht immer mit dieser Fülle von Möglichkeiten auseinandersetzen müssen. Das heißt, ich programmiere eigentlich viel, viel mehr in verschiedene Richtungen, bevor ich das Ganze dann später kondensiere, also wirklich auf eine Sache zusammenzwicke.
Und wenn ich jetzt drauf komme, ja, mit dem Verschiebevektor, den ich hier habe, in 3D, hier mal im Vergleich mit dem 2D-Verschiebevektor, da kann ich ja andere Dinge auch noch anfangen. Als Beispiel die Sache schräg stellen, also einen Verschiebevektor einführen, der den ganzen Rahmen schräg stellt. Vielleicht für die Verwendung an einer Rampe oder an einer Stiege als Absturzsicherung, als Geländer, wie auch immer. Oder als Gartenzaun, der in der Schräge funktionieren soll. Also ich kann ja diese Funktion verwenden, um diesen Nullwinkel hier heraufzuziehen. Das kann ich aber jetzt nicht mit allen Funktionen, die ich hier habe, machen. Zum Beispiel mit dieser Funktion würde es nicht gehen, weil ich habe ja Block, wo ich dann ein Loch rausstanze. Also diesen Block kann ich nicht schräg stellen. Kann ich vergessen für diese Funktion. Da hier mit Lattung auf Gehrung geschnitten, kann ich das schon machen, weil ich kann ja meine Latten, meine einzelnen Latten ja schräg stellen und die Gehrungen berechnen aufgrund der Schräge der Winkel, die sich ergeben. Also das würde funktionieren. Ohne Gehrung kann ich wieder vergessen. Auch außer ich baue hier für den Anfang und den Endwinkel jeweils, also ich mache die Latten länger und schneide dann das Überflüssige, was vom Winkel vorsteht, weg. Hier würde es wieder gehen. Also hier, wenn ich hier die Rahmenbreiten und das B jeweils neu berechne, könnte ich es machen. Das heißt, in diesem Planungsprozess, wenn ich einigermaßen kreativ dahin arbeiten will, muss ich mir immer Möglichkeiten, naja, im Hinterkopf behalten, um das weiterzuführen. Ich werde das in einem nächsten Video dann etwas genauer ausführen. Gut, danke.